hier ein Level 1? Ne, Level 5. Aua. Au, oh, die tun weh. Sind aber auch viele. Das sind gar nicht mehr so viele. Hat gleich keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr hat, dann ist vorbei. Ja. Können wir überspringen. Noch eine verlassene Stätte. Eine Gebetsstätte in diesem Sinne. 20 Erfahrungspunkte. Oh man. Mal sehen. Kronenfächer. Ist nur Kurzschwerter aus Stahl. Kräuterkundler. Anyone all in God's long road, they jump in. And if he don't give willingly. Hier sind zwei Honigfarben. Oh oh. Das war nicht das, was ich wollte. Ah. Die. Was ist hier passiert? Zwei sind gestorben. Passiert. Ich wollte nicht nur die Honigwaben haben, nicht mehr und nicht weniger. Gibt halt immer Kollateralschäden. Was? Zeig mir deine Waren. Vermutlich den Standardkram, den die anbieten. Ja. Standardkram, habe ich alles. Ja. Jawohl. Farewell. Ja. Quests. Die fliegenden Fäuste. Ja. Auf zum Baron, würde ich sagen. Obwohl, ich komme in diesem Bereich erstmal nicht so schnell wieder. Hier. Eigentlich nicht. Eigentlich gehe ich gleich ganz in den anderen Bereich. Gleich gehe ich hier hin und dann weg von aus diesem Bereich hier. Nee, ich sollte das hier noch machen. Diese Orte alle. Wenn ich nochmal hier gerade in der Nähe bin. Hier muss nochmal fett sein. Da steht jetzt ein bisschen. Das sollte ich dann doch noch machen. Sonst renne ich unnötig hin und her. Faster. Gegner. Weiß ich halt nur, was hier ist. Ein Banditenlager. Ist hier. Falsche.
Piraten. Stufe 7. Au. Da ist schon der Anführer, der ist draußen. Anführer, Anführerwaffen, Notizen des Piratenanführers. Ja, eigentlich vermutlich nur nichts Besonderes. Sagt nur, dass er den Krieg findet. Sollte den Rest da drin töten. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Silberschwerter sind immer gut was wert. Sollte man immer alle mitnehmen. Meister, was ist da? Da ist ein Pirat. Gut. Das waren alle Piraten. Verbessert das Greifenstahlschwert. Schema gefunden. Das ist doch schon mal was. Gut. Oh, jetzt habe ich also den Temerischen durchgenommen. Muss ich den wegwerfen? Den Temerischen Dolch. Da. Ne, ist mal Silberschwert. Das müsste der Temerische Dolch sein. Ja. Weg mit dir. Ich bin nur sehr vollgeladen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte gerne ein bisschen weniger Zeug in meinem Inventar, dass ich auch alles aufheben kann. Schon wieder tauchen. Schmugglerversteck. Schmugglerversteck ist gar nicht so schlimm. Es sind keine Ertrunkenen. Ich dachte, jetzt muss ich wieder Ertrunkene hier unten bekämpfen. Nehmen wir erstmal alles mit und dann können wir das gleich untersuchen auf Wert. Können wir an Land sind. So. Schauen wir mal. Was wir davon behalten, was wir davon nicht behalten. 133. Vernell behalten wir, ist ein Silberschwert. Hat guten Wert. Das behalten wir auch. Zwinger behalten wir auch. Das Zwergenbeil. 115. Die Wilhelmer Axt kann ich wegwerfen. Die ist nur 47 wert. Quasi nichts. Mal testen, wie es damit ist zu kämpfen. Oder schmeiße ich ein bisschen Plunder weg? Habe ich irgendwelchen Plunder, der viel wiegt? 6 Fischernetze wiegen. Viel. 2 Strickleitern wiegen relativ viel. Aber auch relativ viel wert, scheinbar. So.
verpasst. Mal testen, nicht mit der Axt ist zu kämpfen. Erledigt. Wieder zwei Sachen erledigt. Noch zwei Sachen. Nach da und von da dann halt wegreiten. Wegreiten. Von da dann halt ins Wasser schwimmen. Ja, da vorne, ich sehe schon wieder. Lieber wieder Schiffe. Das heißt, sie wird vermutlich massig fucking ertrunken, ne? Die mir hier auf den Keks gehen werden. Oder? Ja. Sieht ganz klar nach. Irgendein Gebiet für Ertrunkene aus. Ich habe kein Schiff oder sowas, kein Boot. Weil es schon wieder die ersten Ertrunkenen. Okay, ich habe den einen auf mich gezogen. Den anderen auch. Da, sie schwimmen hinter mir her. Jetzt so schnell die Viecher. Da. Aua. Na, wo sind die? Ich hoffe, die ja irgendwie an Land zu bekommen. So werde ich gehauen. Genau so werde ich gehauen. Sind auch noch Stufe 4. Trotzdem nervig. Ich überlege gerade, ob ich da einfach schnell hinschwimme, mir alles weghole und dann zurückschwimme. Das wäre auch eine Option. Machen wir es mal so. Ich sehe, da vorne ist der Schatz. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Der ist wieder trunken, aber was ist denn? Ach, die ist ins Wasser gegangen. So. Springen wir auf. Und da vorne haben wir noch was. Überwachter Schatz, ne? Ein paar Trunkene, mehr sehe ich hier nicht. Mariburger Schwer und Trockenschwert und Silberlederstücke, Manuskriptseite, weiße Möwe, skellige Gambeson, Reparaturset und Eisbären-Set. Ja. Gucken, was davon wieder weg muss. Und das ist nichts wert. Das kann direkt wieder weg. Der ist 157. Der lohnt sich zu behalten. Frage ist halt nur, was dafür wegkommt.
Das Hemd. Das Hemd. Kann weg. So viel Plunder. Jetzt wollen wir den Plunder ein bisschen verkaufen. Was macht sonst noch Gewicht? Machen Handwerkssachen Gewicht? Nee, ne? Nein. Essen? Macht auch kein Gewicht. Also die nur Ausrüstung. Hier sind Stiefel. 68. Das ist viel wert. Verdammt, das war zu leicht. Die Fernleserhose muss ich wieder aufnehmen. Obwohl, ich habe doch, glaube ich, alles erledigt, oder? Ja, ich habe alles erledigt. Gut, dann kann ich jetzt doch alles mitnehmen. Scheiß drauf. Ich muss nur auf mein Pferd drauf. Und dann reite ich nämlich sowieso zum blutigen Baron und da kann ich alles in der Stadt verkaufen. Plötzlich, komm mal her. Muss mal mich ein bisschen anders positionieren. Sehr langsam und solange er in meinem Bild ist, kann ich ihn nicht neu auftauchen lassen. So. Sollte er eigentlich zu mir kommen? Geht doch. Gut. Go, go. Das war eigentlich alles, was wir jetzt hier wollten. Inventar. Quest. Kreischer erstmal. Zwei Hexeraufträge. Wir müssen abgeben. Genau da. Gut. Da müssen wir jetzt hinreiten. Obwohl, ich kann erstmal einen Schwarzzweig handeln. Das ist viel kürzer. Schwarzzweig gibt es auch einen Händler. Da war, glaube ich, eine Level 15 Viper. Da sollte ich mal hier oben hingehen. Wenn ich vom Schwarzweig erst nach da oben diese zwei Sachen machen. Und dann da unten hin. Come on. So. Da hat sich jetzt ein Händler angesiedelt, nachdem ich hier aufgeräumt habe. Das ist ja interessant. Einfach querfällt ein. Ist nicht da, der Schmied. Ist ja klar, es ist Nacht. Arbeiten Schmiede nicht. Muss ich eine Runde meditieren. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Meditation bis morgens um 7. Können wir jetzt noch eben in unserem Kram abhandeln, den wir haben.
Hallo? Kann ich mit mir reden? Kann ich mit dem Kaufmann da vorne reden? Hier steht. Oder stehen sollte. Oder nicht? Warum kann ich nicht mit dem reden? Mr. Waffenschmied? Will ich hier nochmal eben eine Stunde? Jetzt geht's. So. I'll take a look. Maybe pick something. Handeln? Du hast genug Geld. Das ist schick. An dich kann ich mein ganzes Zeug verhökern. Fangen wir mit dem Hemd an. Das und das. Die Jägerstiefel können weg. Ich weiß nicht, die Axtkämpferhose sogar vielleicht anziehen. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall kann ich das wegpacken. Das Silberschwert. Der Bezwinger kann weg. Das Maribora-Schwert kann weg. Gwenell kann weg. Klinge von Thor hier kann auf jeden Fall weg. Mal sehen, was ich mir dafür kaufe bei ihm. Reparatursets sind nicht verkehrt. Bei ihm mir wegzuholen und ihm dafür halt Waffen zu geben. Oder auch meine Waffen zu reparieren. Ist sonst noch irgendwas Praktisches? Welche Schemata hat der? Reparieren wir meine Sachen einfach alle. Ja, kostet 91. Dann kann ich ihm nämlich das verkaufen. Ich überlege, ob ich lieber meine Rüstung ihm weggebe, anstatt die Waffen, die wiegen ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Das soll erstmal gut sein, den Rest kann ich beim Baron verkaufen. Sollte es mal gut sein. Gut. Lebe wohl. So long.